Genau, also ja, erstmal freuen wir uns, dass wir jetzt hier alle zusammengekommen sind. Wir nehmen ja das Webinar auf, das heißt, für alle, die sich später dann das noch anschauen wollen, ist das ja auch online. Und genau, ich würde jetzt einfach dir das Wort geben. Ganz kurz vielleicht zum Kontext können wir noch was sagen. Du hast ja die Seminare in unserer Reihe Medienpädagogik der Vielfalt, die Präsenzveranstaltung gemacht und im Rahmen dessen haben wir uns überlegt, wir wollten wir gerne eben auch nochmal das Thema im Webinar anbieten. Und sozusagen jetzt als Test, wie es läuft. Von daher freuen wir uns, dass es jetzt stattgefunden hat. Die Technik war ja erst nicht so einfach zu handeln, aber jetzt können wir, denke ich, loslegen. Und von daher, glaube ich, hast du ganz gut dahin vorbereitet. Und Christian, ich weiß nicht, mit wem du da noch sitzt oder Astrid. Also wenn ihr dann Fragen im Laufe der Zeit habt, stellt die gerne über den Chat, sodass Heiko die dann auch noch bearbeiten kann oder darauf reagieren kann. Genau. Und genau, vielleicht könnt ihr sonst aber auch nebenbei die Fragen nochmal sammeln, dass ich da auch keine vergesse. Und dass wir später nochmal, würde ich versuchen, alle zu beantworten. Ja, auch von mir nochmal ein schönes herzlich willkommen. Ich habe hier so ein bisschen Urlaubsbüro noch. Und genau, für die, die schon bei den Seminaren dabei waren, gibt es heute quasi nochmal einen neuen Input. Ich werde einfach nochmal auf die einzelnen Teile so kurz eingehen, noch was Neues zeigen. Und ansonsten gilt eigentlich von den anderen, von dem einen Seminar, das ich eben gemacht habe, gibt es ja die PDF, die ich rumgeschickt habe. Und falls die noch nicht angekommen ist, wendet euch einfach an Anja bzw. das GmbH-Büro. Ich würde einfach starten mit der Keynote. Moment, die ist, das muss ich so machen. Jetzt doppelt sich das kurz. Genau. Ja, das Seminar hieß ja Umgang oder kritischer Umgang mit Fake News und Hate Speech. Den Titel kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Mal. Heute wieder verstärkt Shitstorm. Und wir machen das heute so. Auch hier nochmal kurz die Ankündigung. Es gibt leider so das ein oder andere Mal vielleicht diskriminierende oder menschenfeindliche Sprache, die einfach nur gezeigt wird. Aber genau, es widerspricht nicht meiner Meinung im Endeffekt. Und ich meine, wir machen das so, dass wir eben zu den großen Themenblöcken, zeige ich euch bei Fake News und bei Hate Speech nochmal ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade bei meiner Präsentation sehe ich keinen Chat. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, okay, er hört mich gar nicht oder so, dann musst du das Anja oder Eva eben kurz reinsprechen. Ich kriege das sonst gerade nicht mit. Genau, bei Fake News ist es so, ich habe da, vielleicht kennt ihr dieses Beispiel noch, den Varoufake mal mitgebracht und das ist ja im Endeffekt ist ja nur das Rechte, was ihr sehen könnt, der Fake. Aber das Linke zeigt eigentlich auch nochmal, wie Medien so funktionieren und wie auch quasi Meinungen schnell sich verbreiten. Also beim Varoufakis war es ja dann auch so, dass sich ganz viele empört haben. Warum sagt er irgendwie, ich zeige den Stinkefinger an Deutschland, gegenüber Deutschland? Und dann muss man ja aber auch hier sehen, das war ja in dem Fall auch keine Fake News, aber wenn man etwas aus einem Zusammenhang raus, zieht, was dann quasi daraus gemacht wird. Und so entstehen eben auch Fake News, obwohl es vielleicht erstmal wahre Dinge waren. Ich habe euch hier, ihr kriegt auch diese Keynote nochmal mit den Links, weil ich möchte jetzt auch hier jetzt nicht zu stark drauf eingehen. Mir war das nur wichtig, nochmal zu zeigen, wie schnell quasi Meinung sich gebildet wird und ist das wirklich wahr oder nicht. Und der Link, Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell. Unten gab es einen Link und da könnt ihr auch nochmal quasi diese Neo Magazin Royal Geschichte angucken. Also das rechte Bild war ja quasi von Jan Böhmermann, der ja dann behauptet hat, er hätte das alles quasi beauftragt. Beim Thema Fake News mal wollte ich nochmal ganz starke Quelle reinbringen und zwar von ClickSafe. Die haben aktuell wirklich eine ganz gute Zusammenfassung auch. Korrespondiert natürlich mit dem Reader, auf den wir später nochmal eingehen von der GmbH, haben die da so ein paar Sachen zusammengestellt und hier unten habt ihr auch wieder so einen Shortlink, den ihr dann euch mal anklicken könnt. Ich möchte kurz eine Sache auf der Seite zeigen. Und zwar empfehle ich das allen von euch, dass wenn ihr einfach dann über den Link, ansonsten geht man einfach auf clicksafe.de unter Themen und dann eben hier unten Fake News.
gibt es ein ganz, ganz tolles Ding, und zwar weiter unten. Das ist hier dieser SWR Fake Finder. Und das ist dann wie so ein kleines Computerspiel, und das ist eigentlich aktueller denn je, weil ich habe dann auch plötzlich festgestellt, da ist eine Methode dabei, die habe ich schon wieder vergessen. Es gibt zum Beispiel von Amnesty International so einen YouTube Data Reviewer, also da kann man quasi so einzelne Bilder aus dem YouTube-Video sich rausziehen über dieses Tool und kann dann auch nochmal eine Websuche machen, ähnlich wie wir es ja am Seminar gemacht haben mit dieser Bilderrückwärtssuche. Also, ich gehe wieder zurück in die Keynote. Vielleicht einfach so, wenn ihr euch eine... Ups, das sollte eigentlich nicht passieren. Moment, muss ich gucken, wie ich da wieder hinkomme. Hier, genau. Wenn ihr euch das vielleicht in der Notiz machen wollt beim Thema Fake News, ClickSafe-Seite, einfach diesen Fake-Finder nochmal ausprobieren. Ja, vielleicht ganz kurz einen Cut. Gibt es eine Frage zu Fake News so aktuell irgendwie oder zu dem, was ich gesagt habe? Frank hat einen Kommentar geschrieben, ich weiß nicht. Neulich beim Grillen war einer der Anwesenden vorausgesagt. Warum Fake sein? Böhme-Troll aller blamieren oder kassieren gewesen. Ja, genau. Das ist eigentlich auch das, was ich so ein bisschen mittransportieren wollte, dass das Interessante ist halt, dass die einen sagen, das war der Böhmermann, und die anderen sagen, nee, das ist ja ganz klar Satire, wie es auch ZDF in der offiziellen Pressemitteilung mitgeteilt hat. Ne? Und da zeigt uns eigentlich auch an Satire wieder, das hatten wir auch mit dem Thema Postillon und Titanic, was ja auch immer mal wieder auf Facebook und in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, dass die Leute sich gar nicht so sicher sind, ist das jetzt echt oder nicht? Und das muss man dann halt quer quasi recherchieren, was wir auch so im Seminar haben. Ich mache mal weiter mit dem Thema Hate Speech bzw. Hassreden. Und da habe ich jetzt dieses Beispiel mitgebracht. Unten auch wieder der Link. Es ist auch so, dass ganz am Ende kommt nochmal der Link Zusammenfassung, wo auch jedes Mal dabei steht, um was es sich handelt. Wenn WhatsApp zur Hass-App wird, ganz spannender Artikel hier auf BuzzFeed News. Man kann es ja hier noch unten in diesem Zitat lesen, was hier so über WhatsApp teilweise verbreitet wird. Und ich habe das auch aus einem anderen Projekt, wo wir in Workshops eben in Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen gehen und mit Jugendlichen zu dem Thema arbeiten, jetzt verstärkt mitbekommen, oder auch jetzt in einem Ferienlager, wo ich einen Workshop zu einem ganz anderen Thema gemacht habe, erzählen die Schülerinnen und Schüler, ja, das gibt es. Ne? Also es gibt diese Witze, diese rassistischen, es gibt diese Memes mit Adolf Hitler und so weiter und so fort. Und das finden dann viele lustig und die verbreiten das weiter. Aber das super kritische, also erstmal, das ist nicht witzig, ne? Und das super kritisch daran, das wird auch in dem Artikel nochmal beleuchtet, ist, dass wenn sich dann jemand traut, Gegenrede zu schreiben, dann werden die wiederum aus anderen Gruppen quasi bedroht. Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, ich bin irgendwie in so einer übergeordneten Schulgruppe oder so, oder zum Thema Fußball oder wie auch immer, dann kommt da so ein Hitler-Meme rein, ich beschwere mich, und dann gibt es vielleicht einen aus der Gruppe, der vielleicht wirklich irgendwie organisiert ist in so einer rechtsextremen Gruppierung im Ort und nimmt dann die Nummer von dem raus aus dieser WhatsApp-Gruppe, das ist dann möglich, ne? Und dann wird der quasi von den anderen zugespammt bzw. bedroht. Also solche Formen nimmt das schon an. Ich gehe da nachher auch gleich nochmal drauf ein, warum es eben auch dann wichtig ist, solche Dinge trotzdem zu melden und sich nicht zu verstecken. Genau. Ja, dann, das hatten wir auch schon beim Seminar, einfach zu sagen, okay, das ist nicht lustig, das ist strafbar, und es gibt halt diese ganz klare Abgrenzung nochmal zu dem Thema Beleidigung, beziehungsweise wenn wir über den Mobbingbereich im Internet sprechen, dass es eben noch diesen Paragraphen 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung gibt, und hier nochmal die Beispiele, die wir uns damals auch angeschaut hatten. Das war hier, unten ist auch nochmal die Quelle angegeben aus dem Reader, der von der LFM beziehungsweise IODS produziert worden ist, und hier kann man auch mal so ganz konkret sehen, okay, was hier so geäußert wird und welche Geldstrafen so etwas quasi nach sich zieht. Man muss jetzt das noch ein bisschen relativieren, weil wir nicht wissen, welche Person wurde da
wird es verurteilt, warum sind die Tagessätze eventuell höher oder niedriger. Aber es ist schon spannend auch zu sehen, okay, das Ganze bleibt halt nicht ungestraft. Es muss eben halt auch gemeldet werden. Ja, und an der Stelle gab es ja damals in, erst nochmal hier auch nochmal die ClickSafe-Seite, kann ich auch sehr empfehlen, weil die dann das auch immer wieder neu füttern mit neuen Aktionen. Hier unten sieht man auch, jetzt war ich zu schnell, hier unten sieht man dann auch wieder so Hashtag lauter als Hass. Das ist, wenn ich das richtig weiß, der Rob Bubble, ein YouTuber. Es gibt immer wieder ganz viele verschiedene Aktionen auf YouTube, nicht egal und so weiter und so fort, wo auch quasi prominente YouTuber mitmachen und dafür aufmerksam machen. Und hier auch auf der ClickSafe-Seite wird halt einfach nochmal ganz genau und detailliert beschrieben, wie ist so die Rechtslage, was bedeutet Counter-Speech, wie wir es auch im Seminar hatten. Und hier gibt es eben auch nochmal, sieht man direkt quasi diesen Reader Hate Speech Hass im Netz. Kann ich euch sehr empfehlen. Der ist schon mittlerweile zwei Jahre oder drei Jahre alt, aber er ist eigentlich genauso aktuell noch, weil er einfach so diese Grundinformationen gibt. Und die gibt es eben als PDF oder man kann es auch so bestellen. Genau, und jetzt zu diesem ein Beispiel mit der Hass-App habe ich zufällig dieses Zitat von Netzcourage aus der Schweiz gefunden und fand das auch ganz passend zu diesem Hass-App-Phänomen. Ich zitiere Philipp Schlepfer von der Kriminalprävention Stadtpolizei Zürich. Durch die Arbeit von Hashtag Netzcourage kann die staatliche Verwaltung entlastet werden. Wenn etwa Konflikte unmittelbar gelöst werden und ein Gespräch die Hetzenden zur Vernunft bringt, braucht es weder Anwälte, polizeiliche Ermittlungen noch Richter. Hashtag Netzcourage wirkt und ist für die Präventionsarbeit wichtig. Und ich finde, das ist nochmal ein neuer Blickwinkel, der, ich würde behaupten, auch hin und wieder mal vergessen wird. Ne? Also es gibt ja immer diese Situation, dass man sagt, so ja, man meldet etwas und es wird eben nichts getan oder Facebook löscht etwas nicht oder so. Oder was ist denn mit den Behörden? Warum werden die nicht aktiv? Und ich finde, an dem Zitat sieht man halt auch, die Polizei hat einfach viel zu tun und die Staatsanwaltschaften. Und wenn wir quasi nicht couragiert als Zivilgesellschaft auftreten, dann wird es immer mehr und immer mehr. Und deswegen wird es halt auch wichtig, dass wir quasi melden, dass wir debattieren und dass es vielleicht dann auch nicht zu einer Ermittlung kommt, weil man dann den einen oder anderen, ich nenne es auch mal so in Anführungszeichen, besorgten Bürger sagen kann, du, das ist rassistisch, was du geäußert hast und das ist strafrechtlich relevant. Willst du diese Äußerung nicht überdenken? Und ich denke, damit können wir auch ganz viel erreichen. Also ich finde daher dieses, auch wenn es so ein sperriges Zitat ist für eine Keynote-Folie, ganz wichtig, das immer mitzudenken. Genau, und wir hatten auch, in Dortmund war das dann nochmal die Frage nach dem Konkreten, wie kann ich das melden? Ich hatte das über den Helpdesk gezeigt von nohatespeech.de und hier habe ich jetzt nochmal kurz die einzelnen Meldestellen hintereinander gereiht. Also es gibt hier einmal jugendschutz.net. Da ist es auch so, dass ich reinschreiben kann, was ist Art des Inhalts, also geht es da jetzt um Hassreden, geht es da um Mobbing, geht es da um jugendgefährdende, entwicklungsbeeinträchtigte Inhalte. Das hat dann quasi nochmal so einen größeren Umfang, aber hier ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle, um quasi so eine Hassmeinung, sage ich mal, oder Hassäußerung zu melden. Da muss man jetzt dazu sagen, dass das noch keine polizeiliche Institution ist. Ja? Also das ist quasi nur so eine zwischenstaatliche Geschichte, die dann aber auch wieder an Facebook und so weiter hintreten und sagen, okay, hier gibt es einen Inhalt, der sollte nochmal überprüft werden. Wo man ein bisschen eine stärkere Stimme hat, ist hier vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Das Ganze nennt sich Meldestelle Respect. Das sieht jetzt hier sehr technisch aus mit diesem neues Ticket eröffnen. So nennt man es eben in der IT-Sprache. Ne? Ich habe irgendwie ein Problem, ich muss ein Ticket eröffnen und dann kommt jemand und repariert mir meine Netzwerkkarte oder wie auch immer. Und aber so ähnlich haben sie es halt hier auch gemacht. Und da kann ich dann eben, muss Kontaktinformationen angeben. Die brauchen die dann schon, um quasi einer Meldung nachzugehen. Aber das Schöne an dem, also auch um dann quasi wieder mit einem selber Rücksprache halten zu können. Aber das Schöne an der Meldestelle Respekt ist einfach, dass die wiederum, ich sag mal, härter vorgehen, in dem Sinn, dass sie es einfach direkt prüfen und dann überlegen, ob ihre Anwälte aus ihrem Haus quasi eine Strafanzeige stellen.
ja, bei der Polizei. Weil das ist ja auch die Thematik, die wir auch mal im Seminar hatten, dass man sagt, okay, ich möchte das zur Anzeige bringen. Das geht ja auch in NRW, kann man ja auch online eine Anzeige bringen. Aber dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich ja dann auch vor Gericht kommen muss eventuell und als Zeuge aussagen möchte. Und gerade wenn ich halt in einem kleinen Dorf oder kleinen Gemeinde in NRW lebe, sage ich mal, und mache dann so eine Anzeige und möchte eben nicht diesen Rechtsextremen vor Gericht begegnen, um mich dann quasi öffentlich zu zeigen, dann empfehle ich eben hier das Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Es gibt noch was Ähnliches von der LFM NRW. Das nennt sich Verfolgen statt nur löschen. Da muss ich aber dazu sagen, da gibt es keine so eine Plattform oder ein Formular, wo man etwas melden kann. Es ist nicht so ganz durchsichtig, wie das wirklich funktioniert, weil es steht auch drin, dass es eher sich an die Journalistenverbände richtet und so weiter und so fort. Aber vielleicht könnte das auch nochmal ein Druckmittel sein. Ja, und dann nochmal von der FSM, das ist ja quasi so etwas wie unser Internet-FSK oder Internet-USK, wenn man so möchte, die auch nochmal Online-Inhalte als zwischenstaatliche Organisation überprüfen. Und da geht es auch nochmal um die jugendgefährdende Geschichten und so weiter und so fort. Wenn es wirklich darum geht, konkret eine Äußerung auf Facebook, Instagram oder wie auch immer zu melden, die eine Beleidigung oder eben nach § 130 Strafgesetzbuch relevant ist, würde ich eigentlich das davor nutzen. Aber es ist gut zu wissen, also gut diese Links auch zu kennen und dann auch, wenn man mal quasi das Gefühl hat, okay, hier gibt es irgendwelche Gewaltvideos, die jetzt nicht jemanden quasi diffamieren, aber die einfach gefährdend sind für Kinder und Jugend, dann hat man diese Meldestellen hier auch mal gesehen. Genau, ich würde jetzt in den letzten Abschnitt quasi übergehen vom Input her und dann können wir uns hier gleich noch so ein bisschen austauschen. Bevor ich das tue, vielleicht jetzt auch an der Stelle noch mal kurz die Frage zum Thema Hassrede. Gibt es da jetzt konkret zu den Sachen, die ich genannt habe, Fragen? Ich muss mal gucken, dass ich hier auch noch mal, Moment. Ja, ich sehe jetzt hier wieder, was ihr geschrieben habt. Ja, okay, hier gab es jetzt bisher die Frage, die Links würden gut auf unsere Internetseite passen. Die Links kriegt ihr natürlich. Gibt es sonst eine Frage oder eine Anmerkung, ähnlich wie von Frank zum Varoufakis? Oder? Dann lassen wir es einfach mal stehen und dann machen wir mal weiter mit Links und Materialien. Ich habe hier das nochmal zusammengefügt. ClickSafe habe ich jetzt heute schon zweimal erwähnt und beim letzten Mal. Und hier sind eben nochmal Hoaxmap mit drauf und Mimikama. Für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren, also Hoaxmap ist quasi so eine Karte. Man sieht es hier noch ganz klein. Das ist so eine Deutschlandkarte, wo Gerüchte zusammengefasst worden sind, wo man auch mal nachschauen kann, wenn man jetzt irgendwie nicht auf den Nachrichtenseiten, sondern in sozialen Netzwerken irgendwie eine komische Nachricht finde, dann kann man einfach mal auf Hoaxmap gehen und das überprüfen, okay, stimmt das wirklich oder eben in anderen Quellen querlesen. Mimikama ist auch zu empfehlen, auch zum Thema Internet allgemein, da werden auch so Phishing-Seiten nochmal gezeigt, beziehungsweise E-Mails, die gerade kursieren oder wenn es irgendwelche Apps gibt, die eher Schaden zufügen und so weiter und so fort. Mimikama ist da eine ganz tolle Adresse und nohatespeech.de auch auf jeden Fall, wenn es nochmal so um grundständige Informationen gibt. Und dort haben wir ja auch noch diese tolle, wir haben ja auch die Memes-Challenge gemacht im Seminar. Da können wir ja auch noch andere Memes quasi von der Seite nutzen. Ich zeige jetzt vielleicht trotzdem mal kurz, weil wir, würde ich sagen, ganz gut in der Zeit sind, Hoaxmap, damit man da nochmal so einen Eindruck davon bekommt. Genau, das sieht eben dann so aus und da kann ich dann reinscrollen und kann dann einfach schauen. Ich weiß nicht, ob bei Bielefeld zum Beispiel auch die Meldung gibt, dass Bielefeld gar nicht existiert. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, es wurde jetzt auch wer das beweisen kann, kann irgendwie eine Million gewinnen oder so. Also dass Bielefeld nicht existiert. Okay. Ja. Und genau. Hier steht zum Beispiel jetzt, Geflüchtete weigern sich, sich in Sparkassen von Frauen bedienen zu lassen. Und dann kann ich mir das halt hier anschauen. Das war jetzt von Dezember 2015. Das ist super veraltet. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht per Zufall was Aktuelles finden.
und die widerlegen dann halt auch das Ganze nochmal. Ja, und da gibt es jetzt zum Beispiel sogar diese offizielle Quelle vom Westfalenblatt, Gerüchtecheck zum Thema Flüchtlinge. Und so kann ich dann quasi wieder was querlesen. Ich gehe mal zurück. Moment. Ich habe jetzt auch noch eine Frage von Alex, ob es Gruppen auf Twitter oder Ähnliches gibt, wo man sich bezüglich Hate Speech beraten lassen kann. Moment. Inwiefern geht diese Beratungsfrage, also dass man sich organisiert zivilgesellschaftlich oder wie muss ich das jetzt einordnen? Das müsste ich vielleicht nochmal kurz präzisieren. Tatsächlich kam die Frage von Frank und deswegen gebe ich das gleich mal weiter. Okay. Okay, ja, ne, es war einfach eine Frage nach einer informellen Facebook-Gruppe oder Ähnliches. Also eine ganz informelle Sache, jetzt nicht institutionell oder so. Ne? Genau. Das heißt, es fällt einem ein Fall auf Twitter auf, okay, da treten irgendwie 100 Leute auf einen Menschen mit Migrationshintergrund ein und es gibt irgendwie nur 2 Leute, die gerade aktiv eine Gegenrede machen und das geht halt so voll in so eine üble, rassistische Mobbing-Ecke, irgendwie geh doch sterben in Syrien oder so. Ja. Und wenn man in dem Moment dann denkt, da stehen jetzt irgendwie 3 gegen 100, gibt es da eine Möglichkeit, sich ganz spontan irgendwie irgendwo zu organisieren oder so? Ja. Genau, also ich habe da jetzt gerade in den Chat 2 Sachen reingeschrieben. Das eine ist halt so im Bereich von Falschmeldungen, kann man auf jeden Fall nochmal extra ein Korrektiv melden. Das ist so ein unabhängiger Journalistenverband, die Nachrichten auch nochmal überprüfen und dann auch Facebook nochmal explizit darauf hinweisen. Und da habe ich auch gehört, ich war mal bei denen in einem Workshop, dass die dann das auch so ist, dass wenn ich jetzt als Privatperson nochmal eine Falschmeldung quasi teilen möchte, die aber von Korrektiv schon überprüft worden ist, dann kriege ich das mitgeteilt. Dann steht da wirklich, Heiko, möchtest du das wirklich teilen? Korrektiv sagt und hier ist es widerlegt. Das wäre das eine. Wenn es um die Hassreden geht, da würde ich mich spontan jetzt, ist mir da, ich bin hier dazu eingefallen, an die ich mich wenden würde. Das ist ja eine zivilgesellschaftliche oder man kann auch sagen, wie eine Art Bürgerinitiative, die auch schon einen deutschen Ehrenamtspreis oder so etwas gewonnen haben, ausgezeichnet worden sind, die sich da ja auch aktiv engagieren. Oder auch das Neue, oder was heißt neu, ist es ja auch nicht mehr, das ist jetzt glaube ich auch schon ein Jahr alt, Reconquista Internet, was Böhmermann ja gegründet hat, was ja auch als Bürgerinitiative oder Bürgerbewegung zählt und auch da an die kann man sich ja wenden und die werden dann aktiv Dinge zu melden oder eben halt auch mitzudebattieren. Das wären so für mich die 2. Ich bin hier und eben Reconquista Internet, auf die ich zugehen würde. So, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt hier debattieren und ich bin zu klein, das funktioniert eigentlich bei Ich bin hier ganz gut. So, muss man halt dann erstmal auf Facebook gehen und dann sagen die einem, okay, wo wir konzentriert quasi diskutieren möchten, sind dann teilweise auch wirklich die Spalten von den Zeitungsportalen. Ne? So. Ja, danke schön. Gerne. Und dann würde ich noch mal kurz No Hate Speech zeigen. Moment. Weil wir das ja, wir hatten ja das im Seminar, dass wir diese Memes-Challenge gemacht haben. Einfach, dass man es nochmal sieht. Und hier auf No Hate Speech gehe ich dann hier auf Kontern. Und da habe ich dann quasi so eine Sammlung von Memes, GIFs und Videos. Wer eigene gute Beispiele hat für Counter Speech, wir freuen uns drauf. Ne? Also die kann man auch einschicken. Und da findet man halt eben diese schönen Bildchen oder Memes, die man vielleicht auch mal in Diskussionen mal ernster, mal ironischer mit einfließen lassen kann. Das aber auch mit gewisser Vorsicht zu genießen, ähnlich wie es ja jetzt Frank auch schon erwähnt hat, zum Thema, okay, wenn ich dabei jetzt irgendwie alleine bin, da ist eigentlich auch dann mein Tipp, irgendwann sich auch rauszuziehen. Ne? Also melden und dann vielleicht, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht noch eine Anzeige erstatten oder so, das zu tun und dann nicht mehr auch unbedingt weiterlesen. Also weil das betrifft einen, das macht einen emotionaler und dann wird man irgendwie vielleicht noch wütender oder wird plötzlich selber angegriffen. Frühzeitig rausziehen ist da der Tipp. Aber das, muss ich sagen, bekommt man auch ganz gut in dem Reader von Ich bin hier. Also da vielleicht einfach, wenn man noch Facebook ein Konto hat, sich da nochmal rein fuchsen, auf die Gruppe gehen und sich auch da ein bisschen Infos holen.
Ja, ich wollte jetzt nochmal den Reader erwähnen und vielleicht gibt es ja auch dazu nochmal Fragen. Da gibt es den Link für den Download auf der Seite. Wir haben ja aus dem Reader zwei Methoden gemacht. Das eine war ja eben, wo stehst du? Hier ist zum Beispiel jetzt aber auch das Online-Material verlinkt. Die GMK, ihr habt das ja quasi so veröffentlicht, dass man es quasi online jeweils die ganzen Inhalte hat und dann durchklicken kann, aber auch quasi als PDF runterladen kann. Wir hatten, wo stehst du gemacht? Da wäre jetzt vielleicht meine Frage an die, die jetzt teilnehmen, hat sich da was verändert an euren Medienkonsum oder an eurem kritischen Konsum? Das können wir auch gleich nochmal in der Diskussion vielleicht erörtern. Da hatten wir auch ganz viele andere Themen, wo es zum Beispiel noch um Phishing ging und so weiter und so fort, wie man eben das Netz nutzt. Super Methode. Frage auch nochmal hier, die wir dann gleich nochmal diskutieren können. Also A, vielleicht das Persönliche hat sich was verändert und B, vielleicht auch das, habt ihr die Methode auch schon angewandt und gibt es da vielleicht Tipps noch für uns als Gruppe? Ja, und das andere war ja die Bilderrückwärtssuche. Da ist mein ergänzender Tipp jetzt eben nochmal der Fake Finder vom SWR. Den mal durchspielen, auch den einfach zu nutzen, weil da gibt es auch nochmal einen sehr guten Tipp. Es gibt so eine Datenbank von Imago, das ist so ähnlich, glaube ich, wie Getty Images. Und da gibt es im Fake Finder so ein Beispiel, dass auf einer Demo, auf einer rechtsextremen Demo ein AfD-Plakat gesichtet worden ist und das wurde auch als Lüge diffamiert, also dass da der MDR oder NDR schlecht recherchiert hätte, beziehungsweise ein Fake-Bild publiziert hätte. Und bei dieser Imago-Plattform kann man dann quasi Bilder suchen mit Datumsstempel. Also dann kann man dann konkret nach dieser Demo zum Beispiel schauen und kann dann so ein paar Bilder durchschauen und gucken, okay, könnte das jetzt Fake sein oder gibt es noch mehr Bilder, wo eben dieses Plakat auch auftaucht? Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich will da nicht zu viel verraten, einfach vielleicht mal ausprobieren. Fake Finder ist quasi so der Ursprung. Ja, hier seht ihr nochmal quasi meine Übersicht, nochmal mit den Titeln. Also wenn ihr jetzt schnell seid, könnt ihr euch schnell noch ein Bildschirmfoto davon machen. Ich habe hier quasi so Kurzlinks erstellt und ansonsten kriegt ihr das auf jeden Fall, beziehungsweise die GMK hat es ja auch schon als PDF von mir bekommen und dann kriegt ihr das nochmal zugeschickt und da sind die ganzen Links nochmal drin und in dem PDF selber sind die Links ja auch anklickbar. Also es ist interaktiv gemacht. Man muss da jetzt kein Copy und Paste machen. Okay. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Bis hierhin. Hier gibt es nochmal meine ganzen Kontaktdaten. Wenn ihr noch mit dem Smartphone quasi hier davor sitzt, dann könnt ihr hier noch quasi einen QR-Code scannen. Und ansonsten wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass diese Kanäle der Medienwolf auf Facebook, Instagram, Twitter, da wird so ein bisschen meine Arbeit dokumentiert, aber auch gerade auf Twitter zum Beispiel gibt es dann immer mal wieder auch Inputs. Also wenn ich aus irgendwelchen Newsletters interessante Links habe oder so, dann vertwittere ich die auch zum Thema Medien. Gut. Ich würde gern abgeben. An die Moderation. Vielen Dank, Maiko. Es gab noch eine Frage. Ist die wieder von Frank oder von Alex diesmal? Warte. Ich glaube von Alex diesmal. Okay. Wo ist sie jetzt? Achso, genau. Richtet sich jetzt nochmal an Maiko. Wie schaut es mit Blogdiensten aus? Kannst du das empfehlen? Dass man selber bloggt. Also im Sinne von, dass ich Leute blockiere oder... Ja, so. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich kann leider auch nicht alles wissen. Ich muss den Begriff essen. Ja, genau. Es gibt ja so vorgefertigte Listen, in denen zum Beispiel so ein ganzes Kollektiv von rechten Twitter-Accounts oder anderen Accounts gesammelt sind. Und die kann man dann quasi bei Twitter dann einfach hochladen und dann sind die alle geblockt. Quasi sollte man sich darauf verlassen, was andere Menschen dann rausgesucht haben. Wow, voll gut. Also ich kannte das bisher wirklich nicht. Finde ich gut. Also kann man nutzen, aber also ist die Frage nochmal zurück, kann ich das dann auch ergänzen? Also könnte ich denen dann auch andere Accounts vorschlagen?
Bestimmt. Also ja, gibt es. Es gibt, man kann quasi als Teilnehmende oder als Twitter-Benutzerin selber Listen anlegen. Mhm. Dann kannst du eine nehmen und die dann erweitern. Ja, okay, aber das kann ich dann nur persönlich machen, ne? Und, genau. Und die müssen halt dann darauf eingehen, wenn du eine Empfehlung hast, oder sie machen es eben nicht, ne? Also, dass sie es halt annehmen oder halt nicht, ja. Ja, also ich meine, beim Blockieren ist es ja auch so, jetzt nehmen wir mal nochmal so eine themenbezogene Gruppe, ne? Also ich bin irgendwo auf Facebook oder auf Twitter, ich kann ja auch mir selber irgendwie Listen machen oder so und bei Facebook in eine Gruppe reingehen zum Thema Netzwerk, heißt das zum Beispiel in Düsseldorf, bei uns haben wir hier sowas wie Netzwerk, das gibt es glaube ich in verschiedenen Städten und da ist ja quasi die Gesellschaft komplett abgebildet, so, ne? Und da gab es mal einen Fall, dass zum Beispiel eine Frau mit einem Hund hat sich darüber beschwert, dass am Paradiesstrand in Düsseldorf die Leute nicht ihre Hühnerknochen zum Grillen irgendwie mitnehmen und die Hunde das vielleicht fressen und sich dann daran vergiften. Und dann gibt es Leute, die halt darüber, die finden es total lächerlich, sich darüber aufzuregen, macht dann diese Frau fertig und so weiter und so fort. Und dann könnte ich ja auch zum Beispiel diese einzelnen Personen in dieser Gruppe ja auch blockieren, dass ich diese Kommentare gar nicht lese. Das verzerrt ja dann aber auch irgendwie die Debatte. Also das hat auch wieder das Gute und das Schlechte, ne? Also ich weiß zum Beispiel, bin auch in so einer Computerspielegruppe drin und habe dann da auch den einen gedacht, so, okay, das ist einfach nur ein Troll, ja? Den kann ich melden, der kommt dann wieder. Okay, weil er wiederkommt, dann blockiere ich den einfach nur für mich. Und dann ist er halt für mich persönlich ausgeblendet. Aber ob das dann auch immer das Gelbe vom Eis ist, muss man dann halt für sich selber entscheiden. Ne? Also weil dann sieht die Debatte auch ein bisschen verzerrt aus oder sowas. Aber die Trolls wird es immer geben. Also die Trolls werden wir auch nie aufhalten. Das vielleicht nochmal dazu. Aber Blocklisten ist doch eigentlich eine ganz gute Geschichte. Also ein guter Tipp für alle, würde ich sagen. Ja, gibt es denn noch Fragen von denen, die jetzt noch da sind oder auch Erlebnisberichte? Habt ihr unsere Methoden mal ausprobiert? Frank, hast du über unseren Reader nochmal auf einem Seminar ausprobiert oder Jugendlichen? Oder das, die Methoden, die sozusagen heute jetzt noch vorgestellt hat? Ja, also die Learning-Apps, die kommen gut an im inklusiven Bereich, weil es halt einfach leicht zu organisieren ist, weil man da sehr, sehr schnell sehr einfache Aufgaben selber auch herstellen kann, mit anderen teilen kann. Ja. Und auch das Machen von Erklärvideos lässt sich halt auf verschiedene Art und Weise einfach machen. Nein, das würde ja zu dem Thema Hate Speech und Fake News ein Erklärvideo sehen, könnte man ja auch, ne? Heiko, hast du das schon mal gemacht oder ist es zu kompliziert? Ja, also ich meine, klar, man muss halt überlegen, welches Format ich dann da benutze. Also Learning-Apps, da kann ich mir so ein Quiz zusammenstellen. Das fände ich, glaube ich, relativ niedrigschwellig, das zum Thema zu machen. Man könnte ja sagen, okay, weiß ich, ad hoc fällt mir jetzt nicht so die ganze Thematik ein, aber man könnte den Begriff ja erklären, für was steht Hate Speech, und dann hat man so 3, 4 Sachen zur Auswahl oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, klar. Und dann hätte man sowas Interaktives mit den Schülerinnen und Schülern vielleicht oder eben Jugendgruppen oder Erwachsenen, mit denen man arbeitet, gemacht. Was ich immer ganz toll finde, was jetzt so ein bisschen weggeht vom Thema Hassrede, ist, wenn über Social Media allgemein was zu erarbeiten, kann man auch so kurze Webvideos mit den Teilnehmenden machen und dann sagen, okay, sag mir 3 positive Sachen von dem Produkt, also jetzt zum Beispiel Instagram, 3 negative und vielleicht noch ein Hinweis oder ein Tipp. Und so komme ich ja auch in dieses handlungsorientierte Lernen rein. Ne? Und ähnlich könnte ich ja dann da draußen ein Erklärvideo machen. Und dann müssen wir halt wieder überlegen, okay, mache ich da ein Draw My Life draus oder was benutze ich dafür für eine Technik dazu. Ne? So aus meiner Erfahrung raus ist eigentlich so das direkte Einsprechen, also so wie wir jetzt quasi uns auch sehen in diesem Webinar, das geht am schnellsten zu produzieren. Das ist dann immer so eine gewisse Hemmschwelle da, ne, bei den Teilnehmenden, so, ich möchte nicht unbedingt vor die Kamera, aber dann am Ende sind auch alle voll zufrieden, finden es ganz gut, so Statements aufzunehmen. Dann habe ich natürlich so ein bisschen mehr Probleme mit dem Veröffentlichen. Da würden das so Trickfilm-Apps wie zum Beispiel Puppet Pals oder so, ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt zum Beispiel drin ist im Reader, die finde ich dann auch wieder ganz angenehm. Da kann man mit Comicfiguren auch so Erklärvideos machen. Passt. Wobei Puppet
Pauls gibt es ja schon ein bisschen länger. Womit ich jetzt gute Erfahrungen gemacht habe, ist Clip to Comic. Mhm. Kennst du die zufällig, Heiko? Das ist eine ganz einfache Sache. Da kann man also sowohl auf Bilder als auch auf Videos einen Comic-Look drüber machen. Das sieht dann so ein bisschen so aus wie beim Yamiri. Ist der dir im Begriff? Das ist so ein Comic-Zeichner aus dem Ruhrgebiet. Genau, und das reicht dann meistens schon, um die Schwelle so ein bisschen zu nehmen, ne? Weil man einfach sich selbst so ein bisschen cartoonisiert, ein bisschen verfremdet und so. Ja. Frank, gilt auch für Film oder das ist nur für Foto? Sowohl Film als auch Foto. Ah, genau. Ich weiß, dass es in der, also wir arbeiten mit Premiere Elements in dem Schnittprogramm und da kannst du auch einen Comicfilter drüber legen, wenn du Filme drehst. Genau, sowas, ja. Das was die auch einfach nicht mehr kennen sind. Und so. Das denkt sich dann schneller aus. Ja. Da ist ja auch zum Beispiel, da gibt es ja auch eine coole App. Gut, es ist jetzt halt dann nur beschränkt auf Apple, ne? Ist ja diese Clips-App. Mit der kann ich ja auch Video machen, kann direkt so einen Comic-Filter drüber legen. Und die nutzt dann die Siri-Technik, dass, wenn ich sage, ich möchte so einen Live-Text, nennt sich das, der macht dann direkt einen Untertitel rein, dass der quasi das mittranskripiert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass alles, was ich jetzt erzähle, wenn das jetzt eine Videoaufnahme von Clips wäre, würde hier drunter dann stehen, was ich gerade spreche. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und es hat dann noch dieses Quadratformat von der Aufnahme her. Das lässt sich dann gut auf Instagram zum Beispiel nutzen. Und es ist halt auch ganz gut für eine Veröffentlichung eben auf Social Media, weil es gibt ja mal immer wieder Personen, die haben dann eventuell keinen Kopfhörer dabei oder so, sitzen in der Bahn, wollen auch niemanden belästigen, gucken sich so ein Video, das halt transkribiert wird, an. Das wäre so eine Idee noch. Ja, das, was ihr jetzt gerade noch mal vorgestellt habt, auch kurz in den Chat schreiben, an alle, dass dann nochmal genau die zwei oder drei Empfehlungen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Chat auch mit in der Aufzeichnung ist, aber das ist vielleicht noch ganz gut. Also Clip und Clip to Comment. Okay, auch Clips von Apple Webvideo produzieren mit Untertiteln. Und to Comment Effekte. Ich schreibe hier gerade noch was anderes rein, und zwar ist das die App Halftone 2 oder Halftone 2. Die ist jetzt leider auch nur auf iOS beschränkt, aber damit kann man Comics erstellen, und das Tolle ist, dass man hat dann eben diesen Halftone-Effekt, dass es so gepunktet wird, wie man es so früher kennt aus den Comics. Kann es als PDF exportieren, ich kann es aber auch als Film exportieren. Das ist dann halt auch wieder spannend, ne? Also der nimmt dann quasi so die Panels aus dem Comic und fährt die so mit so einer leichten Kamerafahrt ab. Und hat dann auch eine Videodatei. Ah, okay. Er filmt die Fotos ab. Also die Bilder. Ja, genau, also in der App selbst quasi. Ne? Ich habe dann quasi den Comic produziert und dann geht der quasi so von Feld zu Feld, so langsam wie so eine Kamerafahrt. Okay. Und genau, das ist eigentlich auch ganz toll. Puppet Pauls könnte man noch erwähnen, ne? Ja. Ja. Habt ihr noch Fragen? Also ich merke einfach immer nur, dass ich dieses Thema total spannend finde, aber ich habe wenig Berührungspunkte zum Glück in meinem Alltag damit. Deswegen ist es für mich auch immer so ein bisschen nicht greifbar. Ne? Also das ist irgendwie, ich glaube, wenn man schon mal wirklich Erfahrungen damit gemacht hat, habe ich das richtig verstanden? Hier geht es nochmal um die Thematik. Mich betrifft das selbst nicht, weil ich das nicht so unbedingt sehe. Also so ein bisschen das Thema Filterbubble, Echokammer. Ne? Ich bin irgendwo im Netz unterwegs. Der Algorithmus macht es schon ganz toll, dass ich quasi nur das sehe, was zu mir passt und so weiter. Und ich kriege das vielleicht gar nicht mit, oder?
Genau, und dadurch wird es manchmal so abstrakt und ich finde es halt aber für jetzt Leute, also Mitarbeiter, die ja mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, für die ist das so relevant, weil natürlich ist es vielleicht für sie auch nicht greifbarer, aber für die Kinder und Jugendlichen, die eben nicht vielleicht wie wir in dieser Filterbubble hängen, ist es ja ein reales und zum Teil bedrohendes Thema halt auch. Ja, ja, genau. Also ich meine, da haben wir jetzt auch aktuell das mit, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit Hongkong zum Beispiel, das ist das beste YouTube-Beispiel auch, dass ja wohl chinesische Behörden oder wie auch immer quasi Videos auf YouTube hochgeladen haben, die quasi diese Proteste in eine andere Richtung steuern sollen, von der Meinungsbildung her, wo dann YouTube gesagt hat, oh, okay, da die löschen wir jetzt mal wieder, und so ähnlich verhält sich es ja auch. Ne? Also wenn ich YouTube gucke und ich informiere mich zum Beispiel zu einer Verschwörungstheorie, dann kriege ich ja auch vorgeschlagene Videos dazu, die dazu passen. Und dadurch komme ich in so einen Strudel rein. Also ich finde, in YouTube selber kann man es noch so am besten als Selbstversuch mal ausprobieren. Ansonsten müsste man halt auf Facebook oder Instagram halt diesen ganzen Gruppierungen mal folgen, um überhaupt was mitzubekommen. Würde ich aber nicht empfehlen. Also weil wenn die dann halt mitbekommen, dass man sich mal kritisch äußert, kann das ziemlich krasse Auswirkungen nach sich ziehen. Ne? Aber so das, was man jetzt so in der Presse mitbekommen hat zu dem Thema, auf YouTube wurden ganz viele Videos gelöscht, das zeigt halt, wie stark so eine Meinungsmache ist gerade. Und bei Jugendlichen ist es halt so, die sind dann halt schon nochmal, ich möchte, also nicht alle, ne? Ganz klar, nicht falsch verstehen, aber die sind halt auch angreifbar oder die sind vielleicht politisch einfach noch offener und dann schauen sie sich mal was an und gehen vielleicht auch stärker auf YouTube und gucken sich mal ein Verschwörungstheorie-Video an und gucken noch eins und denken so, hä, aber irgendwie stimmt es ja doch oder ich glaube jetzt doch, dass es Chemtrails gibt oder irgendwie sowas und kommen dann vielleicht wieder auf irgendwelche Parteiseiten und so weiter und so fort und dann fangen sie an, diesen Accounts zu folgen. Dann fangen sie vielleicht auch an, mit anderen Jugendlichen darüber zu sprechen und genau, und deshalb ist es für uns wichtig, als Pädagoginnen und Pädagogen quasi diese Seiten so ein klein wenig zu kennen, beziehungsweise zu differenzieren und auch zu schauen, okay, wo kann ich denn so einen Faktencheck machen? Ne? Ist das denn wirklich wahr, was da steht? Und das müssen wir schon kennen, sage ich mal so ein bisschen. Also so, das gehört so ein bisschen zum Rüstzeug, ne? Wenn wir in diesem Arbeitsfeld tätig sind, Sozialpädagogik, Medienpädagogik mit Jugendlichen. Und genau, und andererseits ist es halt so, wenn man halt eben nicht in diesen größeren Gruppen auf Facebook aktiv ist oder so, dann kann es eben sein, dass man das gar nicht mitbekommt. Also im Notfall, wenn man jetzt seinen Newsfeed nicht im privaten Bereich die ganze Zeit vollgemüllt haben möchte mit so Hassnachrichten oder irgendwelchen Verschwörungstheorien, dann kann man sich ja auch einen Fake-Account machen oder einfach einen Account machen, wo man so Sachen halt irgendwie mitkriegt oder möglicherweise dann auch zeigen kann. Ne, weil es ist zum Beispiel so, es gibt eine Filterbubble so am rechten Rand der AfD, da denken die Leute wirklich, der Bürgerkrieg steht kurz bevor. Ne, also, dass es jetzt bald losgeht und das ist interessant zu sehen. Oder halt verschiedene Verschwörungstheorien. Es gibt zum Beispiel auch auf Twitter jetzt oder auf Facebook so Bots, die man abonnieren kann. Die heißen dann Texte, die Rechte teilen zum Beispiel. Und das ist dann einfach ein Algorithmus, der dann die Texte raussucht mit der höchsten Reichweite. Und dann reicht es eigentlich, wenn man den Bot abonniert, da der dann quasi die wichtigsten Mitteilungen oder die aktuellsten Mitteilungen dann auch einen weiterleitet. Und im Chat habe ich jetzt noch das Thema Mobbings, einen Artikel von der Tagesschau, der, glaube ich, gestern oder sogar heute rauskam, nochmal geteilt. Das ist auch ganz interessant. Ja. Super Einwände von mir. Super, danke schön. Kann ich auch nochmal was sagen, also gerade zu Mobbing und Cybermobbing, weil darüber machen wir halt in der Jugendarbeit öfter was. Das ist wirklich ganz, ganz viele, ups, guck mal nicht mehr. Dass es viele Kinder und junge Jugendliche auf jeden Fall gibt, die machen gar nicht mehr viel, die schreiben gar nicht mehr viel, die schreiben auch ihre Meinung gar nicht mehr, weil die totalen Schiss haben, dass über sie so ein totaler Shitstorm hineinbricht. Und dieses, ich gucke nur, nee, ich gucke da nur, ich folge da so ein paar Leuten, aber ich schreibe da wenig zu, ich
veröffentliche auch gar nicht viel von mir und so, also diese Zurücknahme und dieses im Grunde gar nicht mehr teilnehmen an einer Diskussion oder dieses Zurückziehen von eigener Meinung und nichts mehr so verlauten lassen von sich, was vor ein paar Jahren als Facebook noch groß war, das krasse Gegenteil ja auch teilweise war, ne? Das finde ich schon auf eine Art auch fast bedenklich. Also dass Jugendliche sich da gar nicht mehr trauen, großartig sich zu äußern, weil sie totalen Schiss haben, dass sie total zugehemmt, zugemüllt und beschimpft werden. Ja. Ja, muss man sagen, kann man menschlich ja auch total verstehen. Ja, total verstehen, ja. Ja, ja. Ja, also ich finde, es tut gut, einfach nochmal diese Zusammenfassung sich anzuschauen auf ClickSafe und auch das, was ich quasi beim ersten Mal im Seminar in der Keynote hatte und dann auch so Kanäle von denen zu abonnieren. Ne? Also ich würde zum Beispiel, wenn es um den Rechtsextremismus geht, auf jeden Fall Bell Tower News nochmal empfehlen von der Amadeo Antonio Stiftung, die auch aktuelle Seiten posten, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram kann ich sehr, sehr empfehlen. Da gab es übrigens auch mal den Fall, da habe ich, ich saß da mit auf dem Podium bei einer Veranstaltung von der Amadeo Antonio Stiftung und da hatte ich dann auch mal so kurz quasi eine Beleidigung abbekommen, ne, auf Facebook. Da hieß so, ja, hier, es ist ja immer der gleiche Vorwurf gegenüber der Gründerin oder Stiftungsvorsitzenden eben Annetta Kahane, das sei ja von früher IM und so weiter und so fort. Klar, genau, das ist die Vergangenheit, aber daraus werden dann ganz viele Sachen aufgebauscht und dann gehöre ich jetzt auch plötzlich dazu und so agieren die dann halt eben. Ne? Aber es war auch nur ein Einzelner, der quasi in Facebook über das, dass mein Beitrag geteilt worden ist, in einem anderen Freundeskreis das gelesen hatte. Und dann steht dieser Kommentar auch nur quasi in diesem geteilten Beitrag. Das stand dann auch nicht auf der Amadeo und Antonio Stiftungsseite und wo auch immer. Also ganz so starke Wirkung hat es dann auch nicht gehabt. Ne? Aber da hat man halt gesehen, das sind halt diese Filterblasen dann. Ne? Ja. Ja, danke schön. Gibt es sonst noch irgendwie etwas, was ihr loswerden wollt? Ansonsten, Heiko, also wir sind jetzt hier top in der Zeit. Ja. Ja, wir hoffen natürlich, dass unser Projekt Medienpädagog der Vielfalt dieses oder nächstes Jahr noch weitergeht. Wir halten auf jeden Fall alle auf dem Laufenden und schreiben dann entsprechende Nachrichten nochmal. Noch wissen wir aber nichts dazu. Aber ja, ich glaube, dieses Seminar war ganz interessant. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob noch Feedback kommt von Leuten, die sich das im Nachgang vielleicht dann auch anschauen. Und dir vielen, vielen Dank, dass du das hier mit uns gemacht hast und du dich auch nochmal darauf eingelassen hast, dein Seminar nochmal zu erweitern durch dieses Webinar. Ja, voll gerne. Vielen Dank für eure Fragen und alles. Ganz toll. Gerne. Spannendes Thema. Wir bleiben dran. Ciao, macht's gut.